alle zusammen. Hallo alle zusammen. Hallo alle zusammen. Heute drehe ich einen Drogeriehaul für euch. Und er ist auch ziemlich groß, würde ich sagen. Ich habe einige Produkte eingekauft. Das ist nicht alles auf einmal passiert. Ich habe das über den Zeitraum von einigen Wochen gekauft. Und deshalb habe ich auch schon einige Produkte ausprobiert. Ich finde das immer ganz gut, wenn man zu einem Haul gleich noch eine kleine Review oder so eine First Impression dazu kriegt. Ja, deshalb habe ich das halt teilweise schon ausprobiert. Gut, dann lasst mal ohne Umschweife anfangen, denn wir haben einiges vor uns. Anfangen möchte ich mit zwei Nagellacken, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar einmal diesen hier von Trend It Up, der neuen Eigenmarke von DM. Double Volume and Shine Nail Polish in der Farbe 120. Ich wollte einen neutralen graubraunen Ton, der halt, wie ich finde, ganz gut in diese Jahreszeit passt. Aber mir ist diese Farbe etwas zu schlammig. Also ich finde sie nicht schön, obwohl zu dem Pullover passt das richtig. Ansonsten deprimiert mich diese Farbe irgendwie. Aber die deckt sehr gut. In zwei Schichten ist es völlig gedeckt. Streifenfrei, schöne einheitliche Farbe. Also wenn ihr auf so eine Farbe steht, dann könntet ihr euch das vielleicht mal angucken. Der nächste Nagellack ist gleich in meine Favoriten gerutscht, denn das ist der Essie Nagellack Soulmate. Ein wunderschöner, dunkler, bäriger Ton. Ich liebe diese Farbe. Diese Farbe hebt meine Stimmung. Letzte Woche gab es wieder bei Rossmann die Aktion, das ist 30% off auf alle Eyeliner und Mascara und sowas gab. Und da habe ich mir gleich diesen Lash Sensational Mascara nachgekauft. Den hatte ich schon mal, den habe ich aber meiner Schwester geschenkt. Und ich finde den aber so gut. Und ja, ich habe ja einige Mascara ausprobiert in letzter Zeit, aber den fand ich einfach am allerbesten. Heute hat er meine Wimpern nicht so gut getrennt, aber eigentlich finde ich, trennt er die Wimpern sehr gut, gibt gutes Volumen, krümelt nicht, auch später am Tag. Auch in der wasserlöslichen Version krümelt er nicht so stark wie andere wasserlösliche Mascara. Aber dieser Lash Sensational Mascara ist wirklich ganz gut. Habe ich das richtig gesagt? Lash Sensational Mascara. Als nächstes haben wir ein Augenbrauenprodukt und ich kaufe mir wirklich, wirklich sehr selten Augenbrauenprodukte. Dieser hier ist von Essence Make Me Brow. Trage ich auch heute nur diesen, also ich trage heute nur das auf den Augenbrauen, sonst nichts. Ist wirklich so ein bisschen wie mit so einem Mascara für die Augenbrauen. Also man sieht so ein bisschen, dass da schon Produkt drin ist. Mein erster Eindruck war, dass es die Augenbrauen zu orange gemacht hat. Also ich benutze ja eigentlich dieses Catrice Augenbrauenpuder, also Lidschatten, den ich halt als Augenbrauenpuder benutze. Und der ist halt wirklich sehr grau. Und meine Augenbrauen sind natürlicherweise auch sehr grau. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich und strange, wenn dann auf einmal so ein Augenbrauenprodukt daherkommt, das einen leichten Orange- oder Gelbstich hat. Das ist übrigens die Farbe 01 Blondie Brows. Dann habe ich noch diesen Essence Long Lasting Eye Pencil gekauft in der Farbe 19 Hot Scorch. So ein schöner Kupferton. Ich dachte, das ist vielleicht mal eine gute Abwechslung zu schwarzen Eyeliner oder halt braunen gewöhnlichen Eyeliner, vielleicht für hier unten oder halt auch ein bisschen oben, einfach für den Alltag so ein bisschen zum Akzentuieren. Außerdem habe ich mir letzte Woche diesen Eyeliner gekauft von Manhattan im Eyemazing Liners, von dem Mira von Funny Pilgrim immer so schwärmt. Die benutzt den ja immer und ich habe den heute auch benutzt. Der hat halt so eine Filzstiftspitze sozusagen, relativ lang, ehrlich gesagt. Aber er malt so schön, wirklich sehr präzise kann man damit sein. Schönes, dunkles Schwarz, richtig schön deckend und matt. Gestern habe ich den ganzen Tag drauf gehabt und hat super gehalten. Also echt, ich bin echt begeistert. Wow. Wow, Funny Pilgrim. Es geht weiter mit dekorativer Kosmetik. Und zwar habe ich letztens bei Müller dieses Essence So Glow mitgenommen. Das ist ein Highlighter, Cream to Powder Highlighter. Und ich finde den Sheen so schön. Ich trage es auch heute. Vielleicht könnt ihr das sehen. Leider ist mir aufgefallen, dass es doch ein paar Glitzerpartikel drin hat. Also im ersten Moment fällt einem das echt nicht auf und es sieht wunderschön aus. Aber so nach einer Weile habe ich irgendwie so kleine Glitzerflecken dort. Aber so für den Alltag finde ich das echt super. Und vor allen Dingen für den Preis auch, es war nicht teuer. Ich wollte schon eine Weile diesen Lippenstift von Rimmel ausprobieren. Den habe ich mir über Asos bestellt, weil es einfach Rimmel hier nicht gibt. Das ist die Farbe 107, also 107.
Der Stift selbst sieht sehr dunkel aus, aber an den Lippen, guck mal so, ich habe den nämlich gerade drauf, da sieht er so aus. Er ist sehr, sehr cremig, wenn man ihn zuerst aufträgt. Also man muss echt aufpassen, dass man irgendwie nicht rumschmiert. Wenn man halt zufällig drankommt, dann hat man hier überall solche kleinen Flecken und das staint halt auch. Also das färbt die Lippen richtig krass und wenn du es halt hier so ein bisschen rumschmierst, dann färbt es halt auch deine Haut ringsherum um deine Lippen richtig krass. Und es ist sehr schwer wieder wegzukriegen. Hält stundenlang, finde ich richtig, richtig gut. Eine andere Sache, die ich mir auch von ASOS bestellt habe, ist diese Foundation. Die ist von Bourjois. Das ist auch eine Firma, die es hier nicht gibt. Rimmel und Bourjois gibt es beide in England. Also falls ihr nach England fahrt, dann checkt das mal aus. Das ist echt eine gute Foundation und Rimmel ist auch eine gute Firma. Checkt vielleicht vorher mal aus, welche Produkte von den Firmen irgendwie gut sind. Jedenfalls, das hier ist die Bourjois Paris Healthy Mix Serum Foundation. Ist eine echt sehr, sehr weiche Foundation, sehr halt gelartig. Ist halt auch eine Serum Foundation. Was ich echt gut finde, ist, dass es nicht an trockenen Stellen hängen bleibt und sich so schön verteilt, nicht irgendwie in kleine Poren rutscht, wie zum Beispiel die True Match Foundation von L'Oreal. Die finde ich ganz schrecklich. Also wenn ich die auftrage, dann habe ich sie überall in den Poren drin und das ist halt bei dieser hier überhaupt nicht so. Ist mehr vielleicht wie so eine BB-Cream oder sowas. Soll 16 Stunden halten, das weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass es sonderlich gut lange hält wirklich oder dass es auch gut deckt. Das ist halt echt eine sehr, sehr leichte Foundation mit leichter Deckkraft. Aber wenn man nur so ein bisschen sein Gesicht, seine Farbe ausgleichen möchte, dann ist das echt super. Und es gibt die halt auch in sehr hellen Tönen. Ich bin echt blass im Winter und das passt. Das ist eigentlich echt das Einzige, das mir passt. Das ist die Farbe 51 Vanille Claire. Claire. Und die Bourjois Foundations sind auch recht gelbstichig, was ich auch sehr gut finde, weil die meisten sehr hellen Foundations tendieren dann in das Rosastichige. Und das kann ich so gar nicht ab. Ich bin einfach ein sehr gelber Hauttyp und finde dann halt keine Foundation, weil die halt alle in diese rosa Richtung tendieren. Und ja, das ist für mich nichts. Deshalb ist eigentlich das hier die einzige Foundation, die ich im Winter tragen kann. Jetzt noch ein paar Pflegeprodukte. Und zum einen habe ich hier die Altera Naturkosmetik reichhaltige Handcreme. Ich benutze ja einige Sachen von Altera Naturkosmetik. Vor allen Dingen auch die Shampoos, die finde ich sehr gut. Und ich wollte jetzt mal diese Handcreme ausprobieren, weil ich im Winter halt auch immer sehr trockene Hände bekomme. Und ich finde die voll okay. Zieht halt ganz gut ein. Man muss halt ein bisschen warten. Ich glaube, es ist halt ganz normal, wie bei allen Handcremes. Als nächstes habe ich noch was von Altera Naturkosmetik mitgenommen. Und zwar diese Cold Cream. Eine Cold Cream ist ja eigentlich eine richtig dicke Creme. So wie diese von Alverde, die Avocado Creme. Die ist so dick. Die macht so richtig so einen Schmier auf der Haut. Und diese überhaupt nicht. Da könnt ihr gleich danach Make-up auftragen zum Beispiel. Also man kann das auch tagsüber tragen. Das ist jetzt eine limitierte Edition. Cold Cream, Avocado und Bio-Mandel. Ich wollte das auch einfach mal vergleichen mit dieser Avocado Creme von Alverde. Ja, ich muss sagen, das hier ist mehr wie eine ganz normale Creme. Als erstes ist auch Wasser. Also ist wahrscheinlich eine Öl-in-Wasser-Emulsion. Keine Wasser-in-Öl-Emulsion, die halt immer dicker und mehr so wie so ein Balsam sind. Vielleicht kennt ihr auch von Weleda die Cold Cream. Die ist auch richtig dick. Also wenn ihr mal richtig, richtig trockene Haut habt, dann tragt eine Cold Cream auf. Aber das hier würde ich auf jeden Fall nicht als Cold Cream bezeichnen. Trockene bis sehr trockene Haut. Nee, kann ich nicht bestätigen, sorry. Okay, als nächstes wieder ein französisches Produkt, beziehungsweise eins von einer französischen Kosmetikfirma und zwar von Nyx. Nyx gibt es bei uns in der Apotheke. Das hier ist das Rief de Miel Lippenbalsam. Habe ich auch schon ein bisschen benutzt. Sehr gut, sehr gut. Das Ding heißt halt, es kostet 13 Euro, aber da sind auch 15 Milliliter drin und in so einem kleinen Stick, also so in so einem Lippenpflegestift, sind halt meistens 4 bis 5 Milliliter drin. Das heißt, es ist wirklich auch das Dreifache von einem normalen Lippenpflegestift drin. Und ich finde, dann kann es auch das Dreifache von einem guten Lippenpflegestift, der ja wirklich meistens um die 4 Euro liegt, kann es dann halt auch kosten. Da ist halt Honig drin und Zitrone, glaube ich. Es riecht jedenfalls leicht zitronig. Es ist besonders gut, um es nachts anzuwenden, also einfach als dicke Schicht auf den Lippen. Ja, zur Pflege über Nacht und morgens wacht man auf mit wunderbar weichen Lippen. Als nächstes habe ich ein Trockenshampoo mitgenommen und zwar das Zios Volume Lift Dry Shampoo. Ich habe das hier von Rossmann für feines, kraftloses Haar. Ein extra Tag frische und Volumen ohne
Haare zu waschen. Ja, genau, das kann ich eigentlich bestätigen. Also wenn ihr ein neues Trockenshampoo ausprobieren wollt, vielleicht versucht das mal. Ich finde das okay. Das macht keine irgendwie Schlieren in den Haaren und es geht auch gut raus. Macht die Haare wirklich fluffig und alles Mögliche. Was halt ein Trockenshampoo so machen soll. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie übelst Volumen oder was weiß ich, wie es einige andere Trockenshampoos machen. Wenn ich in der Drogerie bin, gehe ich ab und an auch gerne in die Teeabteilung. Vor allem bei Müller gucke ich da gerne mal hin, weil die halt viele eigene Tees haben hier. Müller Teestube und auch viele ausgefallene Kräutertees. Vor allen Dingen im Oktober hatte ich übelst Lust auf Rooibos-Tee. Und deshalb habe ich den auch schon fast ausgetrunken. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe den halt gekauft, um ihn zu benutzen. Aber ich zeige ihn euch trotzdem jetzt hier nochmal. Ich habe mir diesen Vanille-Rooibos-Tee gekauft und ich finde den echt ganz gut. Inzwischen mische ich den gerne irgendwie mit Ingwer oder Kardamom-Süßholz. Also macht daraus so eine Art Chai und trinkt das dann mit Milch gerne. Ich trinke auch den ansonsten so gern mit Milch. Also einfach nur diesen Vanille-Rooibos-Tee aufgebrüht und dann halt mit Milch. Wenn ich da schon dran rieche, ich liebe diesen Duft im Moment. Es ist alles... Oh. Okay, Freunde, das letzte sind auch noch zwei Tees. Und zwar von Mesmer. Ich habe es mir mal gegönnt. Und zwar einmal Apfel-Vanille. Ich wollte nämlich noch ein bisschen... ich wollte mal wieder einen Apfeltee, weil ich das eigentlich früher mal ganz lecker fand. Und ich dachte, ich könnte den ja mal ausprobieren. Den habe ich jetzt noch nicht geöffnet. Da konnte ich mich gerade noch so zusammenreißen. Und ich hoffe, dass er ein wenig lieblich ist, denn ich liebe lieblichen Früchtetee mit ein bisschen Apfel und ein bisschen Vanille. Dazu kann doch wirklich keiner Nein sagen. So, das letzte ist noch ein Vanilletee. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich übelst mit Vanille im Moment. Hier Salbei-Honig-Vanille, wohltuende Milch. Salbei-Tee ist ja auch immer sehr gut im Herbst und Winter, weil es desinfizierend wirkt und wenn man halt so ein bisschen irgendwie Halsschmerzen kriegt oder denkt, man könnte Halsschmerzen kriegen oder was weiß ich, dann ist Salbei-Tee immer eine sehr, sehr gute Methode, um das Ganze ein bisschen in Schach zu halten. Salbei, Orangenblätter, Zitronengras, Süßholzwurzel. Süßholzwurzel macht Tees immer sehr süß, also es ist ein natürlicher süßer Süßungsmittel. Salbei, Vanille, Honig. Yay, lecker. Lalalala. Ich glaube, ich mache mir gleich mal eine Tasse davon. Meine Stimme ist nämlich auch schon ein bisschen angekratzt. Gut, Freunde, das war's mit meinem Haul. Mal wieder sehr herbst- und winterlich. Schaut euch doch auch mein letztes Video an. Das war meine Oktoberfavoriten. Ich hoffe, die gefallen euch. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao. Meine Stirn juckt. Boah, ich will jetzt keine Pickel. Na toll. Jetzt habe ich eine rote Stirn. Ganz toll, Lena.